Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Wir waren letztes Mal im Nether und wir sind immer noch im Nether, weil ich eventuell ein bisschen, ja, darunter leide, dass ich einen Orientierungssinn habe wie eine Scheibe Toastbrot und deswegen nicht zurück. Hoppala. So, wait a second. Warte. Was ist hier drin? Hier sind Netherwarzen drin. Die können wir mitnehmen. Und was ist das für eine Schriftrolle? Okay. Die können wir gut gebrauchen. Ich glaube, die Knochen sind sogar mehr wert als die komischen Sachen. Aber ich lege jetzt einfach mal ein bisschen weg. Goldnuggets brauche ich nämlich eigentlich keine. Ich habe so viel Gold. Und Nuggets braucht man ja wirklich viele, um da Gold rauszukriegen. Okay. Wir gucken mal, ob wir die Map aufmachen können. Ice Cream Master Map. Die haben wir jetzt gefunden. Ich habe keine Ahnung, wohin die uns führt. Aber wir folgen jetzt der Ice Cream Master Map. Okay, neuer Plan. Wer braucht schon ein Portal? Wenn er auch eine Mastermap haben kann, der er folgen kann. Ich meine, offensichtlich. Übrigens habe ich meine Nikolaus-Mütze gefunden. Wie findet ihr sie? Voll hübsch, oder? Also, naja, hübsch nicht, aber sie hat viel Schönes, okay? Ich habe gedacht, es ist noch Weihnachten, beziehungsweise Weihnachtsfeiertage. Von daher sind wir nun in einer weihnachtlichen Stimmung und ich will hier keine Kritik hören. So, oh mein Gott! Enchanted Scroll of Preservation. Golden Horse Armor, Diamond Horse Armor. Dankeschön, unbekannte Kiste. Ich weiß nicht genau. Prevents the loss of experience. Wait! Das ist, ich glaube, das ist busted. Ich glaube, unser System funktioniert ja so, dass ich diese Last Dance Sachen habe, die mir XP abziehen, anstatt von Leben, damit ich nicht sterben kann. Und wenn ich keine XP verlieren kann, dann kann ich, also, dann verliere ich gar nichts. Am I right? Okay, ich gucke mir das nachher nochmal an. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Aber, das könnte cool werden, okay? Das könnte cool werden. Nein, aber ich bin, okay. Ich bin jetzt hier auf einer Mission. Und zwar wollte ich eigentlich dieser Map folgen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, die Map sagt mir nicht, wo ich bin. Deswegen ist es schwer. Außerdem sieht es hier aus, als wäre hier ein fertig gebauter Gang. Okay, ich habe eigentlich letzte Folge gedacht, oh, im Nether ist nichts mehr und ich finde hier nichts. Aber scheinbar findet man doch noch die ein oder andere Sache, okay? Wir haben jetzt hier diesen Gang. Das heißt, ich folge wahrscheinlich einfach dem Gang. Dann sind wahrscheinlich, also so habe ich ja auch die Kiste gefunden. Ich bin ja so ein Stückchen reingegangen. Oh, hier ist ein Spawner für diese Gerätschaften. Auch mal schön. Interessant. Dann setze ich mich nämlich kurz einmal hier. Hoppala. Und einmal kurz das Futtern. Hier weg. Weil ich will ja nicht eines grausamen Todes sterben. Okay. Hier, guter Skelettmann. Du musst nun leider genau einmal drauf gehen. Und dann folgen wir weiter unserem Gang. Okay. Vielleicht führt er uns irgendwo hier hin. Ich habe gehört, dass es so eine Nether-Festung geben soll. Das heißt, vielleicht kommen wir zu so einer Festung. Ich bin mir da nicht sicher. Ich baue übrigens jetzt einmal diesen, den Spawner ab. Und, ja. Dann haben wir einen Spawner. Yay! Coolio! Haben wir den? Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den gekriegt hat, aber ich glaube, wir sollten den haben. Wir ja dieses, Die Spitzhacke extra benutzt haben, die andere. Naja, mal sehen. Vielleicht hat es geklappt. Okay, wir müssen jetzt hier nämlich erstmal weiter gucken. Und zwar, oh mein Gott. Es macht mich wirklich ein bisschen nervös, dass es so dunkel ist. Ich gewöhne mich da nicht dran. Ich habe es gerne hell. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag das, wenn Spiele halbwegs hell sind. Und wenn man weiß, wo man ist und weiß, wo man hin muss, weil mein Orientierungssinn ist wirklich leider so schlecht, dass ich mich sonst nicht zurechtfinden würde. Und oh, ich wünschte, es gäbe irgendwas wie so eine Minimap, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Aber so bin ich leider komplett hardstuck und hab keine Ahnung. Okay, hier geht's weiter. Weiter ist immer gut. Weiter ist immer ein Zeichen von, wir machen Fortschritt. Nein, aber ich hätte gerne eine Minimap. Generell, ich habe in Spielen gerne eine Minimap. Das macht mich glücklich. Okay, das gibt mir inneren Seelenfrieden. Es gibt mir Ruhe. Wir schnetzeln hier ein paar von den Kameraden nochmal. Aber die sind jetzt hier keine Bedrohung. Die habe ich ja letzte Folge deutlich zahlreicher bekämpfen müssen. Und falls ihr das nicht gesehen habt, schaut über euer Haupt, aber ihr könnt es hier oben angucken. Aber die
Folge, okay, ich weiß nicht, ich glaube, in der Kiste war ich schon. In der Kiste noch nicht. Page with Skill, okay. Und wir haben noch so eine Map, eine gerollte. Okay, dann lass mich mal kurz ein bisschen was futtern und ein bisschen was rausschmeißen. Ich brauche kein Holz. Ich brauche die Map. Ich brauche nicht unbedingt Pergamentpapier. Was brauche ich denn nicht? Knochen brauche ich nicht. Ich brauche auch eigentlich keinen von diesen roten Steinen. Die goldene Chestplate ist jetzt auch ein bisschen Quatsch, weil Gold ist ja, naja, das macht nichts. Obsidian Shield. Okay, das ist ein neuer Skill tatsächlich, den wir jetzt gelernt haben. Ah, okay. Das ist gut. Ich glaube, da gab es auch eine Quest, dass man ein paar von diesen neuen Skills finden muss. Das heißt, da sind wir jedenfalls gut dabei. Ich glaube, da habe ich eh schon relativ viele. Warte, die sterben durch Lava? Nee, die sterben nicht durch Lava. Ich war schon verwirrt. Ich dachte schon, das wäre ja busted. Okay, nein. Aber die sterben leider nicht durch Lava. Schade, schade Schokolade. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt müssen wir hier warten, bis die Lava weggeht. Das ist, naja. Auch, obwohl es geht. Es ist jetzt nicht so ewig. Ich würde gerne mal gucken, was dieser neue Skill überhaupt kann. Aber ich will auch die Diamanten hier nicht liegen lassen. Pinke Rune. Okay, da ist noch eine Kiste. Hier sind so viele Kisten! Ist das eine Festung? Sind wir in so einer Festung? Ich glaube, wir sind in so einer Festung, oder? Ich glaube, man kann das Ding hier schon Festung nennen. Okay? Schreibt mal in die Kommentare. Sind wir in der Festung? Ich sag, wir sind in der Festung. Es ist zu strukturiert, als dass es random ist. Wir haben eine Festung gefunden und hier ist überall Loot. Okay, was holen wir denn noch? Was gibt's noch in den Kisten? Was für Geschenke sind noch da? Hier ist nur Müll und eine pinke Rune. Wir müssen jetzt hier selektiv sein, weil unser Inventar ja wie immer voll ist. Das heißt, man kann da leider nicht alles mitnehmen. Du musst jetzt erstmal dran glauben, bevor ich mich hier an... Okay, Obsidian brauche ich jetzt nicht zwingend. Gold, ja, ich meine, die Diamond Horse Armor wäre nice, aber ich habe eigentlich halbwegs viele Diamanten, deswegen brauche ich es nicht unbedingt. Das ist ja cool. Ich meine, ich würde sie eigentlich schon ganz gerne mitnehmen, aber ich brauche sowas wie Witherbones dringender. Ich glaube, die Herzen brauche ich nicht zwingend. Also, ich glaube, also ihr habt ja gesagt, man kann sich aus diesen Herzen so Kanister machen, die dir dann extra Leben geben. Aber mein System, was Leben angeht, ist ja eh ein bisschen anders, deswegen macht das nicht wirklich was. Okay, ich habe jetzt finally, ich habe mein Portal wiedergefunden, okay? Endlich, okay? Es hat wirklich, wirklich lange gedauert. Wir sind nicht zurück. Warum nicht? Hä? Also, okay. Ich könnte jetzt fehlinformiert sein. Aber nach meinem Wissensstand ist es so, dass man, wenn man aus dem Nether raus ist, also dass man, wenn man durch das Portal wieder geht, dass man dann in das gleiche Portal in der normalen Welt kommt, wie in dem man war. Also wie durch das man reingegangen ist. Und ich will eigentlich zu meinem Haus. Also, ich bin ein bisschen von meinem Haus entfernt. Ich will jetzt aber auch nicht wieder unbedingt ins Nether. Okay. Ja, das ist auch schön. Ich meine, jetzt sind wir hier so ein bisschen stuck. Ich versuche mich jetzt hier mal durchzubuddeln und dann sehen wir uns wieder bei meinem Haus, würde ich behaupten. Ich würde sagen, mein bester Weg ist es, hier durch die Schlucht zu gehen und mich dann irgendwie an die Oberfläche zu graben, damit ich jedenfalls wieder über Land laufen kann und einen normalen Weg finde, wie ich hier aus diesem dunklen Geröll entkomme. So, okay. Ich habe mich jetzt erfolgreichst an die Oberfläche gebuddelt und ich bin jetzt hier im Nirgendwo. Ich muss irgendwie wieder zu mir nach Hause finden. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Claim-Chunk-System haben. Ich bin hier nicht auf den richtigen Koordinaten. Also so gar nicht. hoppala. Aber es sieht auch schön aus hier. Also es ist jetzt gar nicht schlecht. Ich meine, guck dich das mal an. Hat doch auch viel Schönes. Wir haben hier Wasser und wir haben die Ice Cream Master Map und wir haben auch diese Stein, Sand, Erd, die auch die Bäume wirklich sehr, sehr wertig. Ich meine, wahrscheinlich finde ich alles gerade schön, was nicht das Nether ist, weil das Nether einfach nur
dunkel und fies und rot war und ich einfach froh bin, dass ich wieder draußen bin und alles Normalfarben ist und ich nicht mehr gefangen bin. Vor allem, weil ich nicht mehr gefangen bin. Das hat wirklich lange gedauert, okay? Ich war wirklich lange im Untergrund, okay? Ich weiß, Nachbearbeitungs-Ronja hat bestimmt ein gutes Stück geschnitten, aber ich sitze hier schon ein Weilchen. Okay, wir nähern uns, glaube ich, jetzt wieder unserer normalen Heimatposition, jedenfalls von dem, was ich von den Koordinaten immer mal wieder abgucke. Den nehmen wir noch mit. Und den können wir nicht mitnehmen. Doch, den können wir mitnehmen. Ha! Got him! Okay, und dann gehen wir wieder hoch und machen uns weiterhin auf den Weg zu unserem kleinen Häuschen. Hier sind überall diese kleinen Pixie-Häuser, aber da kann man leider nichts mit machen. Habe ich schon probiert, dann crasht der Server. Pixie-Häuser scheinen irgendwie ein verbuggtes Ding zu sein, okay? Die sind zwar cute. Guck, da war eine. Und, oh, guck mal, wie süß die sind. Und da ist noch eine. Und die klauen dir wohl irgendwas? Ich meine, die sehen schon niedlich aus, aber man kann leider nicht so viel mit ihnen interagieren, weil nämlich die Pixies dafür sorgen, dass der Server sich einfach denkt, nope, not gonna happen. Hallo, lieber Dorfbewohner. Wo bin ich hier? Kannst du mir helfen? Nein? Vielleicht du? Nein? Irgendjemand? Helft mir! Help me! Wo bin ich hier? Warum ist alles aus Birkenholz? Birkenholz, ha? Huh? Also ein schönes Holz. Ich finde, wenn man es so hinstellt, sieht Birke schon ganz schick aus, aber sonst sieht es irgendwie ein bisschen aus. Ihr wisst schon. So Böden und sowas finde ich sehr schön in Birke, aber normale Wände holen mich nicht hinterm Ofen vor. Nee. Hier ist noch eine Map. Okay, die nehmen wir auch noch mit. Wir haben so viele Maps. Wow. Noch eine Ice Cream Master Map. Ey, ich werde verrückt. Und was, die dritte? Okay. Nee, die dritte. Ist nicht hier. In der Box ist überhaupt nichts Sinnvolles, außer Brot. Aber Brot kann ich mir auch selber machen. Brot ist jetzt nicht so... Also, Brot bräuchte ich jetzt nicht. Die lieben Dorfbewohner hier wollen auch nichts aus ihrer eigenen Truhe. Ich gucke immer gerne nach, ob man die irgendwie ein bisschen bambuseln kann. Aber dies ist leider nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Also muss ich weiter auf eigene Faust und nach eigenen Koordinatensystemen hier versuchen, mich irgendwie... Aber das meine ich. Hätte man einfach eine Minimap, ja? Wäre alles easy und dann wäre alles schön und gut. Und wir wären alle froh und glücklich. Tja... Was man nicht hat, das hat man halt nicht. Okay, wir gehen weiter. Wir hüpfen weiter. Und wir machen uns weiterhin auf den Weg. Und, übrigens, hab ich gemerkt, ihr könnt nun meine Computerteile stalken. Wie ihr hier seht. habe ich verschiedenste Dinge, mit denen ich angeben kann. Oh Gott. Falls irgendjemand von euch ein Computerexperte ist, dann sagt euch das vielleicht etwas. Wenn nicht, dann nicht. Wir schwimmen jetzt mal rüber zu diesem lieben Dorf hier drüben. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie weiter. Ich meine, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja schon. Who knows? Hier ist jetzt das kleine Dörflein. Hier könnte ich ein kleines Päuschen machen. Hier habe ich auch Essen notfalls, das ich einfach mitnehmen kann. Dorfbewohner sind nach wie vor nicht wirklich hilfreich. Spirit Tree. Die blöden Spirit Trees. Irgendwie funktioniert der bei mir nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber der will nicht, okay? Da ist nichts drin. Da ist einfach nichts drin. Keine Ahnung warum. Mir wurden gesagt, ich soll Stöckchen reintun oder ich soll... Oh, hier sind Quests, okay. Oder ich soll Samen reintun. Es passiert nichts. Also da legt niemand was rein. Es ist einfach eine Lüge. Ich fühle mich angelogen. Okay. Dann, sehen wir hier ein paar Wasserpferdchen. Aber eigentlich gibt es hier auch nichts Großes mehr. Ich würde sagen, ich versuche irgendwie mein Haus zu finden. Und loote noch ein paar von den Truhen hier. Und nehm noch die Maps mit. Eigentlich brauche ich gerne Obsidian. Aber besser als Federn, schätze ich mal. Oh, man kann die stacken, okay. Wusste ich. Offensichtlich wusste ich das. Und dann versuche ich mich irgendwie auf den Weg zu machen zu meinem kleinen Baumhaus, damit ich nicht für immer und ewig hier gefangen bin. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr kein
für nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.